Have you ever felt? Are you listening? Damn. So, day two in New York City, here I come. Brooklyn Bridge, ziemlich busy, aber geiles Wetter und schöne Scenery hinter mir. Ich latsche jetzt auf die andere Seite, mache ein paar Bilder und guck mal, wo es mich hinführt. Wahrscheinlich in den nächsten Coffee Shop. Echt geil. Tip top. Netter Spaziergang über die Brooklyn Bridge. Sau windig, windig und kalt. Ist ja sonst so gar nicht meine Art, mit dem Kaffee durch die Gegend zu rennen. Aber setz mich jetzt in den Park an der Brooklyn Bridge und guck ein bisschen auf Manhattan. Ich bin ja total begeistert. Jetzt stehe ich hier in Brooklyn. Das ist so hübsch und ich meine, das liegt auch am Wetter. New York ist der Hammer. Richtig, richtig schön. Meanwhile. Ich bin total happy. Here. No, I'm not a writer. Okay. Beim Friseur in Brooklyn. So, jetzt bin ich auf meinem Friseur gewesen, schön kurz an der Seite. Jetzt brauche ich nur noch ein Tattoo. Das kommt dann morgen. Aber ich weiß jetzt was. Ich wusste jahrelang nicht, was für ein Tattoo. Jetzt weiß ich tatsächlich in ein paar Tagen was. Das kam einfach so. Gar nicht so schlecht, da ist ein bisschen Gel drin. This is the moment for those who... Meanwhile. Hey,
What we do here is go back, 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 back. Ich laufe jetzt gerade durch Brooklyn zur Subway und hier ist alles voller verkleideter Leute und Kinder und richtig, richtig gut. Naja, gut, ein bisschen verkleidet bin ich auch mit der komischen Frisur, ne? Ich frag mich, wie ich an so ein Stück Schokolade oder Candy rankomme. Da ist eine ruhige Straße. Da ist auch eine ruhige Straße. Und da geht es gerade richtig ab. Lauter kleine Kinder, die wollen alle Candy haben. Ja, ich habe leider nichts bekommen, aber ich habe meinen Hut noch nicht abgesetzt. Ja, geht. Bisschen kurz, aber oben lang. So wollte ich das haben. So, jetzt erstmal gucken, wo hier die Bahn ist. Ich muss noch nach Hause eine Jacke holen. Nachher wird's kalt. Halloween-Parade ist nachher im East Village oder irgendwie so ein Village halt in der Stadt. Will ich auf jeden Fall hin. Aber guck mal, da auch. Ja, gerade einen Tee getrunken, Akku geladen, telefoniert. 8 Tote gab es in Manhattan. Hat irgend so eine Idiotie Leute überfahren. Davon lassen wir nicht abhalten. Ich fahre jetzt trotzdem noch mal in die Stadt ein paar Blocks von da, wo es passiert ist. Da ist jetzt die Halloween Parade. Die schaue ich mir noch mal an. Ich hatte gerade einen Taco, ganz schön scharf das Zeug. Kann ich jeden Tag 3 Stück Pizza essen, dann kriege ich auch irgendwie Darmverschluss. Naja, ich bin jetzt glaube ich irgendwie im Village, muss mal gucken, was hier abgeht. And now you've got yourself something funky. Ganz schön weird, was hier so rumläuft. An Halloween ganz besonders weird. Aber alles voller Polizei, alles gut, fühl mich sicher. Bin ich gerade komplett verfahren. Im Kreis gefallen, bin ich fast wieder da, wo ich eben eingestiegen bin. Linie 6. Ich glaube, ich bin hier, bin ich von einer Viertelstunde schon mal lang gelatscht. Just then, by sheer coincidence. Zweiter Tag vorbei. Bin müde, ist nicht ganz so spät wie gestern. Duschen und ins Bett. Oh, 4. Stunde zu Fuß.
way.